ist Kunst. Aber ist das aus dem Original nicht? Ist das Kunst oder kann das weg? Das denke ich mehrere Versionen von. Nein, nur eine. Auf der ganzen Welt nur eine Version davon. Wenn es um hässliche Kinder geht, ist das wahrscheinlich die bessere Version. Ganz schön gemein. Papas erste Worte. Ist das Kunst oder kann das weg? Mark? Ja? Praxis Nord War? Ja? Ja, danke. Ja? Schon? Warum nicht? Wenn du schon fragst? Na, das ist mir Mats Game. Ja, oh. Ich weiß ja nicht, was du für Mats brauchst. Ja, langsam hier auf dem Weg Starlight machen. Roses. Starlight Roses habe ich nicht dabei. Das ist ja jetzt super. Los, Tiny! Ja, das ist jetzt war nicht da genug. Das ist toll, dass mir jetzt der Post ja, hätte ich ja selber aber gepult, ich hab nichts Starlight Roses dabei. Eiskalt, mit dem Arschpult. Ja, haben wir das doch geübt, oder? In der komischen neuen Instanz da. Hallo. Oh, geh nach Hause, Alter. Immer diese scheiß unsichtbaren Wände. Hi. Stimmung ist schon wieder gut. Nee, Alter, mir geht das noch im Sack, dass meine verfickte Grafikkarte so beschissen ist und ich ständig überlege. Hä, aber deine Grafikkarte baut doch keine unsichtbaren Wände in WoW ein, das ist WoW selbst. Ja, aber es lädt einfach die Textur nicht und dann kann ich nicht weiterreden. Diese Grafikkarte wurde gestellt von Bob dem Baumeister. Oder Donald Trump. Ach hey, ist ja sogar Dreshop. Moe und Hooker hat nichts dabei. Le Moe auf keinen Fall, ob Hooker weiß ich nicht. Wir machen Moe. Laufen? Nee. Vielleicht, keine Ahnung, hab's vergessen. Manchmal weiß ich, dass er nicht kommt. Oh, dankeschön. Wohin gehen wir eigentlich? Yondrius. Hoffentlich. Hui! Wenn der tot ist, gehen wir alle schlafen. Im Ernst? Klar.
irgendwie, keine Ahnung, Halluriel refillen oder so. Mit zwei Heilern. Großes! Ja, das den können wir mal machen. Halluriel und Botanist wahrscheinlich nicht. Botanist, glaube ich, ja ehrlich wirklich nicht. Aber ist sehr Bruder ist der einmal gestorben. Bruder ist der einmal gestorben. Der geht jetzt wie geschmiert. Bestimmt! Ja, also geschmiert. Auf keinen Fall schon wieder alles vergessen. So geschmiert wie gefrorene Butter, ne? Du hast alles vergessen, wie kann man das vergessen? Der Boss hat doch nur zwei Abilities. Ja gut, ich weiß halt noch. Auf die Läscher dienen und, ja. Und mit dem Dings stehen. Na, alles richtig gemacht. Nicht im Dings stehen. Das ist bei der MVP beim Kill. In dem anderen Dings auch nicht. Dings ja, ist doch, für gewöhnlich. Ich war der MVP beim Kill, weil ich tot war. War beim Kill. Ja, das ist ja Night Debuff, können sie ja nichts für. Wir hatten auch leider keinen Reds mehr. Der war, glaube ich, in seinem großes First Kill sogar tatsächlich überlebt. Ja, da hat jeder Fall überlebt. Also war er noch gekillt. Spiel? Aber unmöglich, dass es daran lag. Oder auch kein Dispel? Okay. Du bist drin dann, gell? Ja, weil ich nämlich gestellt hab, dass ich. Hey! Hab wieder was. Ja, den kann man da. Der Kran kickt, der hier castet, rettet ihn schnell. Hab ich schon. Jesus Maria. Geht's hier rund? Hier geht's rund, ich bin nicht. Ein Tank, zwei Heiler. Da müssen wir ja so viel Damage haben, ey, dass hier. Irrelevant ist, was passiert. Ich finde auch, Zergen sollte unsere Taktik Nummer 1 sein. Einfach ist alles. Es doch. Ist es doch, immer. Boss Guide ist dann zwei Heiler raus, mit Damage rein. Ist egal. Ja, Guide XP ist sowieso überbewertet. Ja, die haben wir doch alle. Weil der Tank ist auch optional. Braucht man das. Jungs, ihr könntet aus diesem Strahl rausgehen. Ach, könnten, so. Aber dann könnten wir ja weniger Damage machen. Das ist auch keine Option. Das ist okay, das. Ja. Ein Argument. Weniger Uptime ist nie eine Idee. Du könntest noch weniger Damage machen. Oberstell, der Blutgeleck, der ist jetzt wieder 1. Manchmal, wenn er einen guten Try hat. Besser Condrius. Hey, Lissandre. Nee, da bin ich zu blöd für die Ringe. Muss gucken, dass ich irgendwie am Leben bleibe. Doch schwer mit Blink diese Ringe zu dodgen, du. Hast du nicht letztens einen 97% Lockout oder so? Doch, aber dann ist halt Glück. Mit her, 97. Ich sehe schon, ey. Ich kann ein First Match spielen und drei Tasten richtig. Wahnsinn. Ah, ja, ey. Ich muss hier mal indizieren, dass mein Magus wieder aktiv wird. Wir haben so wenige im Moment. Ja. Ja, wer ist die Welt, schätze ich, noch ziehen? Ich bin einfach rausgekommen aus der Welle. Ja, bitte einen Ritz. Raus, wenn nicht schlecht. Verliere die Ränder. Dankeschön. Oh, was haben wir denn hier? Alter, 29. Leck mich am Arsch. Oh Gott, wie behalte ich? Behalte ich gleich an? Das ist doch ein Legendary Gürtel. Ja, aber den behalte ich trotzdem immer. Hör mal, den. Hör mal, Manfred, ja, den ja. Behalte ich. Bist du Manfred? Mensch, Manni. Ja, Mann. Guten Gürtel hast du. Ja, aber so was vorhin nochmal. Naja, der hält die Wampe unter Kontrolle wie eine 1. Der hält die Wampe unter Kontrolle wie eine
Den fand ich tatsächlich nicht schlecht, ey. Das ist wie bei Bananen. Ein findet mal ein Korn. Eins Korn. Eins Korn. Ein nices Korn. Pong. Pong der König. Pong. Oh, läuft. Und jetzt der alte Curry King. So, was haben wir hier? Notes. Ein Tank zu wenig haben wir. Bei Kondrius, ja, ja, das. Und Healer. Wir haben Dean. Wir haben nie einen Healer zu wenig und wir Dean haben. Philo, oh, ja. Nicht schwimmen. Kannst mal Soaken, Carsten tauschen mit Tiny und Xulo mit mir. Aber die sterben doch eh. Was? Die sterben doch eh, die zweiten, die Soaken. Ja, deshalb. Ne, ja, die dritten haben wir schon gestorben, oder? Ja, meine ich ja. Also der nicht-Tank. Ja, deshalb Xulum statt mir. Aha. Auch mein Buffhut. Backup bleibt auch Xulum. Ja, das Backup ist Taylor. Taylor. Ja, du kannst heilen, bitte. Muss heilen, leider. Ja. Ich muss hier mal... Hab ich jetzt schon reloaded? Mein Pratt blockiert wird wieder hier die... Ah! Brauche ich hier einen speziellen Speck? du brauchst auf jeden Fall Redstotem, Rest egal. Ich brauch einen Redstotem. Du brauchst einen Redstotem. Du machst, wenn dir, also wenn der Cast kommt, machst du einen Netherwalk an. Dann stirbst du. Und dann verreckst du und wirst mit einem Angsttotem gerettet. Ja, nee, dass ich verreck, das glaube, muss ich den überhaupt dort anschmeißen? Oder kann ich mich einfach nur ganz vorne hinstellen und die instant schmeißen? Nee, kann sein, dass du dann zum Beispiel von, wenn du 3 Ticks abkriegen solltest, 2 Ticks abbekommst und der dritte noch durchschlägt. Ja, okay. Also wir können es mir gerne mal einmal probieren, ich weiß nicht. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Es kann halt sein, weil das macht 400k Damage. Ich weiß nicht, ob die instant so ineinander fliegen oder halt so ein bisschen nacheinander fliegen. Ich mach einfach Netherbock an und danach sterben. Was haben wir denn noch? Stern? Und Kareis? Und der Grüne? Der Purple? Sich die Gruppen noch schieben, hm? Taylor ist Range. Mario ist Range. Wir halten das, Basti. Was? Ich... Du die Tanks? Ja. Wir haben die Gruppen gleich? Von der Nein. Nein. Okay, sag mir nochmal, wo das Rest-Totem gestellt wird, in welcher Situation. Wenn Xulum den Seeker Swarm abfängt, dann bekommt er 3 oder 4 Stacks, je nachdem. Hoppla, dann stirbt einfach und du stellst das Totem vorn zum Boss hin. Okay. Also dann wird es jetzt nicht gepult. Und dann stirbt einfach und nimmt Totem an und es geht weiter, weil so droppen wir halt einfach 3 Stacks, die dann der Tank nochmal abfangen müsste oder 2. Okay. So, was haben wir denn noch hier? Mili. Wenig Milis heute. Hier machen wir nur noch einen Hunter hin. Was musste Krieger Skiller? Was war das? Elusiveness. Mark ist auch ein Melee. Nein. Moritz hat einen Blink. Ich fühle mich aber in Gruppe 3 ganz wohl. Das ist mir doch egal, wo du dich wohlfühlst. Nein! Ich bin wieder vorne stehen. So, dann, keine Ahnung, was wir jetzt machen. Wir warten auf Carsten. Ja, sollen wir schon mal Trash zu Großes machen? Nee. Ja, wenn wir sonst was zu tun, besser als rumstehen, oder? Er ist motiviert. Noch eine kurze Frage. Ich muss ja abfangen mit Cloak, ne? Ja. Genau. Mach ich das vor meiner Gruppe dann nur? Nee, nein, du stellst immer noch ein rotes Mark in das. Bin dabei. Also stellt sich dann immer zwischen das rote Mark und Boss, dass der Tank immer hinter dir steht. Also du musst wirklich gucken, dass der Tank hinter dir steht. Also immer vorm Super-Schwarm-Sieger, den ich muss da annehmen. Genau, genau. Wird beim zweiten Sieger-Schwarm. Beim zweiten, was wir mal bei Dolora eine 4 draus statt 3.
Hab's wieder vergessen. Ja. Ja, ja, hab ich. Und danach halt immer dieses Feint oder so abhalten, ne? Falls also du die Kielhose hast, wäre gut, wenn du die anziehen könntest, Setup-mäßig. Habe ich, ja. Dann muss ich mal eben ein bisschen schieben. Ja, jo. Ja, ja, wir haben ja Zeit. Was sieht denn dafür aus? Die Hose. Ah, hau. Lässt er sich schon zweimal sagen. Komfort. Zwerge immer. Zwerge werden so selten danach gefragt, die Hose auszuziehen. Die Chance nicht. Gespräch nur für dich, Digga. Weil alle Angst haben, was drunter lauert. Oh. Für die Bestie. Sag mal Hoden, der hat nie eine Hose an. Vielleicht mal eine Socke. Oder also, Marc, du hast echt die männlichste Lache, die ich kenne. Ja, aber man ist nicht so. Warte mal, bis du Jan richtig lachen hörst. Ja. Das ist eine Hexe. Ich habe Jan noch nie lachen hören. Oh, er findet nie, was lustig irgendwie. Ja, der Marc und Sarah MVP macht mal einen Bob-Makro auf Tiny. Für was denn? Für Bob. Bob, alles klar. Wie siehst du eigentlich aus? Ey? Einmal für was denn? Einmal Bob, der Baumeister für Tiny. Wie bist du denn jetzt von mir? Damit ihr das dann auf Ansage auf Tiny verteilen könnt. Jo. So Retris, mit den ganzen Stacheln und dieser Safari. Bringen Retris, wenn die Sacrifice machen, Damage? Vermutlich schon. Haben die überhaupt noch Sacrifice? Glaube nicht. Oh! Der Huber schreibt mit 20 Minuten nach Start. Nö, kommt doch nicht. Leute. Warum habe ich nur Arschlöcher als Freunde? Du hast Freunde? Demi. So, also. Freunde. Boah, kann ich mal eben Transmorgen gehen? Die Hose macht echt Krebs. Ja, dann zieh sie aus. Die Hose macht Krebs. Wir sind noch kannst du kannst ja hinten kommen auf den Balkon, dann kannst du Transmorgen. Nicht auf Scheiße, ich habe eine Schaufel. Erstmal begraben. Der Schiff der Böse. Mach doch so eine geile pinke Hose. Oder eine Jogginghose. Mankin. Mankin. Oh yeah. Was läuft denn bei dir, hör mal? Ach, das ist auch so ein Gürtel, der den Band so schön hält, ne? Der hält die Wand aber richtig schön. Oh, jetzt mal das beschissenste Transmog rein, das ich hab in meiner Galerie. Also das, was du immer hast. Ey, ey. Wenn ich so aussehen wie du, würde ich mich hier gar nicht melden. Hör mal, ich bin schön golden und pink, also was willst du haben? Alles richtig gemacht. Schön und golden in einem Satz und Ende ist schon mal Fehler Nummer 1. Ey! Voll Wunder, was soll das? Willst du so sexy sein wie ich, gib's zu. Oh ja. Bitch. Ich hab leider nichts trainieren, das ist ja schlimm. Ich hab leider nichts, was so widerlich aussieht am Female drin, ey. Dean, dann schau dir mal Leviosa an, dann weißt du, was widerlich ist. Ich möchte deine Appearance haben. Hast du nicht auch so coole Steine? Widerlich als wieder nicht. Zum Traden meinst du jetzt? Nee, ja, oder einfach auf dich benutzen, ist ja egal. Nee, hab ich leider nicht. Ach, oder wie heißt das Ding? Ja. Wer will das haben? Ich bin ein Prisma. Feini oder wie? Ja, du kannst mir welche geben. Ich bin noch 11 Schaden, das ist auch nicht so gut. Ah, ja, danke. Das nenne ich sexy. Nein! Nein! Du hast es kaputt gemacht. Ich war's nicht. Ich hab's kaputt gemacht. Ja! Irgendwer hat's kaputt gemacht. Ich glaub, Dean hat's kaputt gemacht. Nein. Eindeutig Dean. Das Schöne also, ist, das ist tatsächlich auch meine Bärform. Ein kleiner Zwerg. Hau ihm doch nicht ständig auf den Kopf. Wieso haben Bären keine Healcast-Animation?
Ja, du gibst halt nur Schälen, wenn er fertig ist damit. Er lässt einfach laufen, wie es hier aussieht. Wird zum Mal immer geploppt. Bitten am Briefkasten. Wie sieht's im Briefkasten? Angeblich kommt er um halb. Vielleicht ist er tot. Zwerge sind ja so unglaublich. So viel Apfelschorle. Wie blenden wir nochmal Interface aus, Jungs? Glaub nicht, dass er einfach so stirbt, wenn, dann bringt er sich eher um. Du bist nur nackt. Normal. So einer, der vom PC fappt. Natürlich. Wo denn so? P-Walk an, Auto-Walk und dann. Im Wohnzimmer neben den Eltern. Ja. Oh, ich kann's nicht auf den Briefkasten benutzen. Das wäre total toll. Das wäre total toll. Warte, ich kann mich zu so einem Schrank machen, vielleicht geht's dann. Ja, du bist dann das toll, ey. Was ist das hier? Failframe-Kämpfer? Nö. Everblooming von? Nö. Toll. Der Scheiß. Auch nicht. Auch nicht. Er klickt jetzt alles durch. Ich weiß nicht, wie das heißt. Kam Spining. Nö, nee, auch nicht. Auf Batman geht's leider auch nicht. Anabomb. Allerdings Favor. Häng ein Fehler-Tick bei mir hoch. Im Sekundentakt mit 1000. Was tickt bei dir hoch? Ja. Ein Fehler. Ein Fehler? Ja. Er zählt hier gerade hoch. Oh. Oh, falsches Horn. Wäre sehr cool gewesen, wenn du damit gepult hättest. Da ist er. Was ist denn? Was ist dieses Kackteu? Ich rasch aus. Rocket Fails, Bruder. Blair. Kacke. Okay. Hier, guck mal, da kann man. Machen wir da hier. Mal fragen, was der Umtas dazu meint. Umtas? Was sagst du? Schau mal auf, wenn dieses Busch. Ah, hier ist es. Probier's mal jetzt deinen. Ah, okay. Verdammte Scheiße, jetzt hab ich weggeklickt. Ich bin immer noch verwandelt. Aber man kann nicht nur ranklicken. Doch, kann man. Dani, du siehst aber sexy aus. Das Ding hat keine Tanzanimation. Auch keine Hüpfanimation. Genug Toys benutzt. Und sehe ich jetzt aus wie Dean. Wer will das denn? Ich zum Beispiel. Ich stelle mal einen Porch hin für den Castellero. Wie die Krabbe aussieht beim Porten. Wie der kleine Busch hier einfriert beim Casten. User joined your channel. Hallo, hallo. Da. Mensch, Casten. Hast du mir nicht selbst geschrieben, ey? Ich muss erst mal rausfinden, wer die Nummer ist. Die Nummer ist unwichtig, ich kann es hier löschen. Ah, okay.
ich in den Kuhkaff keinen Empfang hatte. Kuhkaff? Mark, hast du für mich ein paar Respec-Dinger? Hast du, wir halten jetzt was. Immer doch, schätze. Ich halte die Tanks. Ich halte die Tanks und Mario hielt den Raid und Dean guckt auf die Leute, die soaken am besten mit mir. Gut, also muss doch theoretisch Dean am besten nach vorne, oder? Dankeschön. Und dann der, und dann, keine Ahnung, irgendjemand in seiner Range, weil wenn er es auch Sretztod im stellt, wäre gut, wenn er vorne wäre. Ja, aber ich stell's auch. Ja, dann mach doch rechts noch einen hin. Weiß. Na gut. Muss halt einer, wie, rechts noch einen hin? Ja, nee, Ich habe jetzt rechts noch einen Heiler hingemacht. Ja, ist okay. Achso, okay. Und nur, dass hier beide Heiler vorne sind. Na gut. Buffut. Ich hab sogar noch eine Tichondres-Rune drin, ja. Großartig. Ist doch gut. Machen wir es auf der Geldenbank. Haben wir die noch irgendwie auf der Geldenbank? Ja, weil das ist nämlich sowieso meine Frage gewesen, warum ich sie gemacht habe. Ja, weil wir sie halt benutzen. Ich dachte, wir legen Butter nicht früher. Deswegen habe ich mir die schon letzten Mittwoch gegönnt und dann habe ich jetzt zwei Wochen lang in Folge. Weil ich zwei Wochen lang in Folge Tichondres-Rune drin gehabt. Stell mal ein Bänkchen hier vorne hin. Ach, da steht schon einer. Da hinten stehen auch drei jetzt gleich. Aber das ist auch nicht wichtig. Hat da einer die Deadly Grace geschnappt? Auch noch welche, die ich nicht brauche, ne? Ja, nicht. Bin ich jetzt so klein? Wenn die so teuer ist, ne? So, lass mich jetzt anfangen. Die Warterei macht mich ganz nervös. So, hat jetzt jeder eine Rune drin. Nara und Mark, habt ihr jeweils ein Makro für Tiny geschrieben? Nee, ich hab nur so getan. Da hab ich was. Nara, du auch? Ich. Dann tun sie dies bitte. Dass du ihm halt eine Bob gibst. Auf Ansage. Wir probieren jetzt mal aus, ob es wirklich stimmt, dass sich das Blut dann nicht heilt, wenn der Tank eine Bob hat. Und wir lassen das Blut dann einfach vorne am Boss stehen. Tiny bekommt eine Bob. Und dann cleaven wir das, jucken wir das Blut einfach am Boss down. Mal gucken, ob es geht. Wenn nicht, benutzen wir es einfach als CD. Wenn sie es trotzdem heilt, aber er keinen Schaden bekommt, dann das nach hinten und geben Tiny das einfach als Dev-CD. Geht halt nur in Phase 1. Sonst verteilt euch hinter eure, bei euren Marks, geht dann hin nur hinter diesen Pillar, wo ihr eingeteilt seid. Und, ja. Carsten, du sorgst das erste und das vierte Siegerswarm. Friedan, du ist zweite. Und Xulum ist dritte. Und in der Bettphase guckt, dass er nicht gleichzeitig reinläuft und macht so viel Schaden wie möglich. Hebt euch zur Not die CDs da auch dafür auf. Das ist am wichtigsten, dass da alle leben. Peter Solgrin, ihr könnt Turtle ziehen, Leviosa Vexis, ihr könnt Eisblock ziehen. Guckt auch, dass ihr dann... gut, wenn so viele wie geht den Buff haben, ne? Ja, genau. Beim Aber bevor ihr was steht triggert, noch dann... Sven und du drin, Fred. Achso, nee, dann muss ich hier nur neu schicken. Jetzt? Ja. Und Taylor macht Backup oder zur Not mache ich Backup, falls einer verrecken sollte. Mit dem Briefkasten? Ja. Ah, da steht eh schon einer. Ihn weißt, was du noch machen kannst, wenn da gerade ein Briefkasten steht. In dieser Zwischenfrage, ich das schon neben mir steht. Sollte man da einen Buff haben, kann man wieder anderen die Buffs wegnehmen? Geht das ja noch? Nein. Achso, nee, sorry. Okay, alles klar, gut. Aber lass zuerst den Leuten einen Buff, die viel Schaden machen. Ja. Steht das eigentlich nicht immer in der Weaker, also in der Raid? Ups. Am Anfang, die müssen halt schnell sterben, damit schnell viele kommen, das ist wichtig. So, und stellt euch nicht zu weit an den Rand oder so, weil sonst kommt ein Pillar an die Wand und dann seid ihr gearscht und triggert die Wandmale bitte nicht. Okay. Ja.
Aber da reset mal. Ich weiß genau, was die Aggro-Range von Taekwondo ist. Oder hilft's auch noch? Welche ist denn das? Irgendwelche Opfer? Nee. Bounce, da! Oh. Mit mehr als sonst. Er verreckte Kridan auch? Nee, ne? Nein. Okay, also Krida, du musst dann auch, wenn das dritte Mal der Siegerswarm kommt, auch hinter Xulum laufen, ne? Das darfst du nicht vergessen, das vergisst man leicht. Der dritte. Okay. Also jedes Mal, wenn du eine Plug hast, dann und ein Siegerswarm kommt, schießt er auf dich so ein Projektil und das macht irgendwie, das one-hitte dich. Und deshalb muss es halt immer abgefangen werden. Achso, ja, klar. Okay, aber gut, okay. Dass du sagst, hätte ich jetzt nicht dran gedacht wahrscheinlich, aber nee. Ja, ist, logisch, ist mir nämlich auch passiert, als ich gesorgt habe. Da habe ich nur meins gesorgt und dann beim nächsten Mal bin ich halt hinten dran gelaufen. Und halt nur hinter die Pillar gehen, wo ihr eingeteilt seid, sonst geht der Pillar kaputt und ihr werdet gewonnen hättet. Alle ready, da kommt. Ersten, ich sag dir dann die Sack of Kridan wieder an, ne? Ja. Marc, du machst die erste Bob, wenn Teil gesagt, und Nara die zweite. Denk dann vom Siegerswarm Richtung Rot zu gehen. Hinter Rot. In der Linie. Kommt jetzt gleich der erste. So, Carsten dann. Und neue Plagues. Lassen wir das Blut ist vorne. Ja. Bis er 6 hat. Kriegt eine Bob und wir killen's. Aufpassen, dass er die Brains nicht triggert. Okay. Und jetzt Bob, go. Jo. Die heilen sich trotzdem, oder? Was denn? Ja, die heilen sich. Ja, dann geht mal wipen, oder? Schaffen wir es noch? Ne, geht wipen. Ne. Okay, aber trotzdem dann einfach trotzdem eine Bob geben, dann hat er das als dicken CD. Alles klar. Advanced Soulstone? Ja. Okay. Wie oft kommt das Blut in der ersten Phase? Viermal, oder? Okay, gut. Also 12 Stück, oder was? Ja. Ja, also ja, 2 Bobs reichen. Und danach ist eh egal, wenn man es nur in der ersten Phase mit Bob macht, damit er hinten raus noch dicke CDs übrig hat. Portal für Nara. Portal, Portal. Denkt dran, wenn ihr die Plague auf euch habt, stellt euch hinter das rote Mark, damit ihr da nicht getroffen werdet. Achso, jetzt schon. Alle sind bereit. Let's go. Kann halt sein, Marc, dass du ein bisschen nach hinten laufen musst, um ihm dann die Bob zu geben. Ja, klar. Ihn machen wir wieder zurück. Max. Siegerswarm in 8 Sekunden. Carsten dann. Mit hinter Rot. Go. Ach, scheiße, sorry. Dann Riss immer.
Pika Swarm gleich. Jetzt auf Tiny auf deine. So, Kredan hinstellen. Und jetzt finde ich Spam. Tiny down. Hilti die Bob. Ansagen, Tiny. Ich dachte, ich hätte es angesagt. Nee, hat man nichts gehört. Ich hab nichts gehört. Nee, hat man nichts gehört. Sorry. Wollen wir uns eigentlich hinlegen? Ja. Ja. Ey, kuscheln! Ja, schnelles Eis bitte da. Muss ich an? Ja, ich hab jetzt nix. Okay. Gut, können wir den auch immer resetten, oder? Ich glaube, die Türen gehen noch zu, oder nicht? Ja. Achso, okay. Geht die hilft? Weiß nicht. Ich glaube, Monk-Tank, weiß ich nicht, ob das geht, in ein Portal drauf und stellt dort eine Form. Wäre halt mega gut, wenn wir die ganzen Battle Rats in der zweiten Phase noch hätten, wenn wir dann die Marks aber nochmal sterben lassen können. Ja. Und Jan, tust du bitte die Miles retzen? Nee, ja. Ausnahmsweise. Ja, ich komm von da hinten, also hin. Bitte ansagen, ich achte da in der Regel eher wenig drauf. Ja, ja. Ja, ready check. Werde etwas BC. Friends gleich. Und Seeker Swarm in 5, geht auf Posi. Neue Plates. Nächste Dank Rieder ansaugen. Bob in ungefähr 5. Jo. Jetzt. Und Seekers Swarm. Seekers. Rieder ansaugen. Na gut. Killer gleich. Auf Tiny ein bisschen auf. Mit Screenern. Wolltest du die ja. Sec ansagen, ne? Mal gleich tauschen die Seiten. Die war am nächsten Dank Zulum saugen. Alle hinter was runter. Ist jetzt die Blut gekriegt? Ich hab das Blut jetzt, ja. Ja, geht durch Wappen. Füße bringst du. Okay. Ich hab das Blut tot gehittet. Ja, ich hab nicht getötet. Big Yankee Devil McBang Bang all over your ass. Also ich nehme deinen Spot oder was? Jo. Okay. Du gehst dann links, weil muss halt eigentlich, sobald das Waldgrädern den Debuff hat, eigentlich nur auf den durchhealen.
Weil der hat halt 4 Stacks, das ist so ungefähr das Schlimmste, was passiert im ganzen Fight. Und wenn die Phase rum ist, dann ist es nicht mehr so heal-intensiv. Okay. Also Single-Target. Und theoretisch, der Debuff hält halt, der Debuff hält halt, na, 40 Sekunden oder so. Und wenn die Pillar kommen, stelle ich dann immer Link, weil da muss ich ihn eigentlich gar nicht healen. Nach dem Pillar call ich eigentlich mal vom Casten Sack auf ihm, dann passiert eigentlich gar nichts mehr. Weil Xulim stirbt dann sowieso. Genau, Xulim wird mit dem Totem geretzt dann. Ja, er muss Pride das nicht unbedingt anziehen. Ja, ist doch okay, er macht Damage ist hier eh egal. Ja, okay. Sonst irgendjemand noch Fragen? Gibt's irgendwas, was noch unklar ist? Sehr gut. Schon krass, Alter. Im Vergleich zu Krosus. Das ist krass. Ja, wenn da 6 Blutdinger auf ihn draufhauen, ist es schon ultra, was da reinkommt an Damage. Ich ziehe halt gerade auch überhaupt keine CDs, ne? Ach so. Wegen der Bob. Ja gut, die Dauer der Bob, da heal ich dich dann eh nicht. Da halte ich nur Riptide drauf und wenn ich sehe, die läuft ab, dann heal ich wieder drauf, aber sonst... Ja, er braucht halt hinten raus CDs, ne? Hallo, ja. Egal. Es gibt halt diesen kurzen Moment, wenn die spawnen, dann kriege ich nochmal richtig Schaden. Bist du da dann schon hinten? Nee. Okay. Krieg ich vielleicht meinen Spirit Link einfach da. Bist du jetzt links? Ja. Und Seeker Swarm in 10. Komm mal Richtung Posi. Black hinten dran. Carsten abfangen. Mit dem Leg. Okay, geht wieder. Und neue Plagues. Exist. Wieder dann das nächste Sog. Doppel 5. Jetzt. Jo. Seekerswarm, Kriedern saugen. Danach sind direkt Echos. Danach sind direkt Echos. Mach die Bluts hinten. Okay, eine Pille ist ziemlich weit von. Alter Vater, kriegt er aufs Maul. Gut, gib Kriedern mal Sackkasten. Alter, Legs? Digga, Swarm, Xulim saugen, alle hinter Rot. Jetzt. Na gut, Xulim dann verrecken. Xulim nicht mehr heilen. Ich stell's Totem zu los. Xulim nicht mehr heilen. Nimm deinen Instant an, Xulim. Ja, ich nehm an. Bob wieder in 5. Das muss Nara machen. Keine Ahnung. Das ist ja jetzt. Also jetzt war ich hier schon low dabei. So schnell kann ich nicht casten. Er hat nicht mal 3 Stück gehabt, er hat mal 6 gehabt, ne? Ja, ich cast halt Healing Search durch und wenn ich nicht kritte, dann macht's halt 800k. Und wenn er halt 9 Mille HP hat, ist halt nichts. Er hat noch einen Melee-Hit von Till Controls abbekommen. Ja, ich muss den ja spotten vorher. Er macht den ja, aber während er castet, also, haut er dann überhaupt zu? Keine Ahnung, ich spotte ihn halt immer 2-3 Sekunden. Ja, musst du abspotten, wenn er den Cast anfängt oder wenn er fertig ist? Wenn er anfängt, oder? Das ist eine gute Frage, so knapp haben wir es noch nicht gehalten. Kann man testen, ob man einfach das Target wechselt im Cast. Guck halt einfach, dass er noch knapper, bevor der Cast kommt, taunt ist. Also nicht zu knapp, sondern noch, also schon so. Knapp, aber nicht zu knapp. Ja, kriegen wir schon hin. War nur, muss einfach nur ein bisschen mehr spammen, weil ich krieg ja sowieso Mana wieder in der Zugphase. Genau, ihr könnt ruhig euer ganzes Mana raushauen. In der Bettphase kriegt ihr alles wieder. Jo, dann haben wir jetzt umskillt.
warte ich jetzt mal auf den Castbalken und spotte dann. Er spottet halt schon davor, also. Du halt ganz knapp davor. Ja, du kannst einfach verstanden wie jetzt gerade. Ich muss einfach nur mehr drauf achten. Nicht gewohnt, dass Tanks so harte Spikes kriegen, I don't know where. Big Yankee Devil make bang bang all over your ass. Breaks. Deke sind 10. Mal Richtung Posi gehen gleich. Okay, sind jetzt zwei niedrig. 5. Alles Blut gleich. Bob gleich. Jo. Seekers of Posi kommt in 5. Bob kommt. Und kills Blut, go. Fehler. Echos. Okay. Neues Blut kommt dann gleich. Digga Swarm 3, dank Solum. Alle auf Posi. Go. Und dann sterben jetzt. Gut im Steht. Perfekt. Ob wieder in 5 Nava. Digga Swarm, dann casten wieder so. Bob. Digga Swarm kommt. Achso, ist Carsten? Ah ja. Ceremony. Echo ist gewollt. Wieder nochmal Tide in den. Ich krieg ihn nicht. Jetzt Tide. Tide steht. Perfekt. Erst noch aufpassen. Ihn übrigens Schaden, du musst hinten dran. Ach, ich Idiot. Ja, Ank einfach. So, und jetzt Damage. Guck, dass sie die Dinger nicht triggert. Vollgas. Muss den Leuten mit den Dingern hier. Oh, go, viel mehr killen, viel mehr killen. Wer was hat, kann rausgehen aus der Mitte, ne? Immer Drank. Braucht Buffs. Oh, go, Buffs holen alle. Oder sterben welche? Ich hab keinen. Ich hab keinen. Aber ich kann ja nicht. Red's Mario, ja. Ich anke. Und HT. Du hast den Boss, ne? Wieder einen Down, bräuchten wir ein Backup. Ja, so, ja, ich mach das, den zweiten. Hey, lass das über einen Mage machen. Hat ein Mage frei? Oh, ja, nee. Nee, ich mach's mal. Ja. Und den zweiten. Schon irgendwie gehealt. Agro. Bei Gruppe 3. Blut gleich. Machen wir Schautoden. Seeker Swarm gleich, geht auf Posi, danach direkt Echos. Ich hätte vorher Taunt nicht ab. Da ist jetzt auch Blut. Naja, mach das schnell down hier hinten. Ich bin down. Nein, ist down. Aber jetzt kommt ein bisschen viel mit den Aids. Also es klappt Tiny mit den 6 Blut auch in der zweiten Phase. Also letztes Mal ging es sich aus. Ja, weil jetzt hat er schon immer Mario kurz Akku gehabt. Wir können es auch einfach halt safe machen, dass du da hinten nur bist. Aggro, weil ich die jetzt zu spät eingesammelt habe. Achso, okay. Ja, dann machen wir, probieren wir es mal weiter. War ja schon mal gut. Das so im Kranich reizen, Taylor? Ja, wird gerade. War dieser Damage Spike jetzt, bevor Tiny gestorben ist, auf die beiden Tanks normal? Ja. Okay. Nicht ganz. Also Carsten hat halt Stacks, das ist normal, dass der so droppt. Was bei Tiny war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte die beiden Wachen, die ersten drei Blut und die Pfütze von den auslaufenden Stacks der Wachen. Und den Boss. Jetzt mal ein bisschen schneller sterben, oder?
Was? Nee, eigentlich wollte ich die auch wieder zusammensammeln und zusammen mit den anderen Blut nach hinten ziehen. Ursprünglich. Weil zwischen dem ersten und zweiten Blut kommt ja kein Echos. Und da ist dann ein bisschen wenig Zeit, die zu töten. Kann also sein, dass ich die mit, keine Ahnung, 10% wieder nach vorne ziehen muss und dann sind die wieder voll. Ja. Oder wir machen halt dann, keine Ahnung, Tankswap, dass du dann, dass Carsten dann das Blut hat, dann läuft er nach hinten und du fängst dann halt ab, die Dinger. Die Seagulls Worms. Und doch an, ob Carsten noch Cooldowns hat. Ja, 3 Blut sollte ja kein Problem sein, oder? Achso, ne, 3 sind egal. Deshalb, dass man halt einfach nur... Willst du die 3 dann killen und dann nochmal 3, oder? Genau. Okay, ja, das können wir machen. Sollte... Müssten wir in Phase 3 eh machen, dann können wir theoretisch auch vorher anfangen. Ja, aber komm, er war jetzt auf 30%, also ich glaube, so lang haben wir die letzte Phase dann gar nicht mehr. Ne. Weil die zweite Bettphase noch haben. Noch ein bisschen mehr killen. Also wir müssen da echt richtig reinrudern in diese Bats, ne? Reinrudern? Richtig reinrudern. Gib mir Mühe, aber Frost macht da halt leider nicht viel. Egal, gib dir weiter Mühe. Eyes on Mark. Sonst mit dem Heal ging's jetzt besser, meiner Meinung nach. Blakes. Ich hoffe, dass sie die nicht triggert, ne? Weil wenn die Pillar kommen. Und Seekers. Beides Blut gleich. Ich bin 5. Jo. Bob kommt. Und Pillar. Okay. Muss natürlich auch lösen. Also, ich hab deine nicht so ganz in Range. Carsten auch nicht. Ich hab nichts. Ich hab. Okay, so ist rum, ist rum, ist rum. Alles cool. Ich hab trotzdem Tag gesehen. Ja, man's läuft auch. Soll um den nächsten Swarm saugen? Wer ist swappen, Taylor? Ich muss gleich nach hinten. Soll um dann sterben? Wobei, ne, hier hingegen nicht sterben. Ich hab nur 2 Stacks. Bob in 4. Bob. Seekers. Killer gleich. Echos. Hab dich nicht in Range, Carsten. Hoffe, du überlebst. Nein, jetzt mach die Pets. Die Putz, jetzt. Mach Damage ohne Ende. Pumpt Mana, pumpt alles. Holt euch Buffs. Guck mal, wir müssen mehr sterben. 5 Sekunden nur noch. Geht Immunities. Good job. Sehr gut. Der kommt. Pass jetzt auf mit den Brains. Hielt, was das Zeug hält. Guck schon, dass die Ads wirklich früh sterben. Müsst ihr jetzt vernünftig spreaden. Ich verteile direkt nach hinten und macht alle die Ads hinten. Go. Seekers jetzt. Wer nimmt die? Carsten hat den. Carsten. Okay. Mach die Ads.
Ja gut, Schiff und Boss. Geh nach vorne, Tiny und taunten Boss. Du kannst im Prinzip die Blut wieder nehmen, Tiny, ne? Jo. Dekas kommen gleich, geht mal weg da mit den. Oh, pass. Dekas 6, das macht nochmal Akridan. Ich hab davor, sorry. Alter! Carsten hat's jetzt. Echo ist gewollt, mach hinten die S. Wir brauchen gleich auf jeden Fall Carsten, wenn der stirbt. Und kill Tiny. Carsten down. War nicht. Letzten Mal Carsten. Und kann raus, und kann raus. 42 Sekunden. Machen wir weiter, machen wir weiter. Gucken wir, ob was geht hier. Und nochmal Ads. Jetzt dann eben so Sucherschwamm aufpassen. Ja, zockt dann einfach und stirbt am besten. Xulum hatten. Pass auf Xulum auf. Boah, Alter, nee, es ist viel zu viel Damage. Ja, das geht nicht ohne. Ja. Darf halt sonst keiner random sterben. Nein, der hat jetzt noch 20% Boss. Also. War jetzt das Problem, dass Carsten nie hatte? Das Tridon hat nicht gesorgt. So. Ja, ich hatte irgendwann mal anscheinend die Taste getroffen, dann hatte ich CD kopiert und dann war ich komplett raus aus der Nummer. Und passt nichts mehr. Aber schön, jetzt habe ich noch freigelassen. Guter Mann. Ja, sah doch gut aus. 19%. Ja, was heißt ja. Ich hätte dann gleich einen Port schnell für Green. Dann guck, bis du nochmal Cloak drückst oder so, dann achte da drauf, wenn ich sag, Sieg ist in 10, dass, wenn du einen Cooldown hast, du das halt wissen. Ja, klar. Ich meine, klar, jetzt hätten wir halt vorne und hinten noch biegen können mit dem Totem, aber war halt alles unglücklich. Aber ansonsten sah es schon mal gut aus. Also 6 Decks und eine Void unter mir ist ziemlich kacke. das hab ich mir gedacht. Ich hab da gespammt und nichts ist passiert. Nach der Zwischenphase fangen wir wieder bei 1 an oder so, wie gerade CD frei ist? Genau, bei 1. Wir fangen bei 1 an. Also Carsten macht dann nochmal, dann du, dann Xulo, ja, dann Carsten. Dann hat man eben noch einen am Report. Und Mount. Ja. Ganz hinten mounten, ne? Ja, ich hab so ein Ding nicht. Ach, ist nicht erreichbar? Nee, leider nicht. Danke. Okay. Nur so ein Bär von der Straße. Na, du hast ja auch noch Billige. So ein Bär von der Straße. Carsten muckt hier rum wie mit dem Benz, Alter, und dann hat er nur einen Opel. Ja. Krassen für Playtime, ey. Noch. Ja, brauchst du Gold, oder was? 39 Stunden. Aber da haben wir noch genug Zeit. Können wir noch einmal raiden. Machen wir den Taylor als Backup raus und macht da stattdessen dann Mark und mich rein. Also, ja. Mach Backup dann. Der Taylor kann sich am Ende niemals da vorne reinstellen mit selber, der dann dieses Brandmal um sich rum hat. Mark. Wait. Gut. Alles klar. Einfach babbeln vorher, Mark, und dann sich da vor den Tanks stellen. Jojo. Aber nur wenn es angesagt wird, war bisher noch nie vorgekommen. Oh, seid ihr beide auch ready? Mario? Ja. Gut. Jo, bin ready. Orin. Gehen die Toys aus, dass sie liegen. Ups. Ach Gott, ey. Nicht aufgefallen. Abzug in der B-Note. Steht nicht genau auf dem Raid-Mark, weil dann kommt da der Pillar. Dann ist kacke, wenn da Leute weggekickt werden. Max. Peakers gleich. Geht auf Pose jetzt. Ach schön, dieser Spike. So. Pillar gleich. Naja, halt, kommt noch gar nicht. Top in 5. Top kommt. Shit. Und Pillar kommt gleich. Digger Swarm. Pillar, oder? Ja, jetzt Pillar. Ja, jetzt Pillar. Fuck, mein Timer geht nicht richtig. Oh, noch weiter hinten ging nicht. Ich stand doch hinterm Pillar, warum krieg ich... Jetzt Mark.
Und die Leute im Leben. Vielleicht schon rausgehen? Ne. Pikas war am Dreieck, Xylum dann. Wann? Jetzt still. Also auf Griechen auf. Zwei Brands kommen gleich. So, Xolum kann sterben, ne? Du brauchst doch nicht mehr zu gehen. Nicht kann mehr zu gehen. Saugen. Bob. Alle hinter Rot. Nimm an. Nimm an. Echo sind dabei. Mal direkt annehmen. Keine da. So krank. Geht wipen. Ne, mach mal die Bettphase, mach die Bettphase. Achso, okay. Na gut, geht immer noch. Damage. Die Leute, die hier Damage machen, sind ja noch am Leben. Jetzt könnt ihr weiter gehen. Ich weiß nicht, warum wir da so wenig Damage haben in der Phase. Ich persönlich kann halt sagen, ich krieg keinen schönen Bladestorm raus. Wenn da halt irgendwie die Ads zusammenstehen und ich die wegbladestormen könnte, könnte ich da auch 8 alleine killen, aber... Können wir ja, da nicht mehr zusammenstehen? Ja klar, wenn dann die Rains da halt instant draufgehen, dann bleiben die halt außen, die Mobs. Ja, aber Melees können prinzipiell immer klumpen. Hast du einen Soulstone? Ich hab keinen. Ja, das ist okay. Normal, dass es so knapp ist, weil einfach so viele Ads halt ab sind am Anfang. Geht halt hinten raus auch schnell. Am Ende hatten, eben hatten wir auch 26 am Ende gekillt. Ja. Okay. Guri guri, dann Ready Check und Abfahrt. Ist gleich. Open 5. Jo. Ja, Gas. Papa grad. Die Gas war am Kriedern. Ach, scheiße. Ich hab voll verpennt, dass ich das Ding drauf hab. Pegasus of the Void. Weiter, mach weiter. Kannst du ruhig bleiben. Die Leute am Leben. Gut. Zulum dann saugen. Die Kürze sind 5.
Bist jetzt mit auf deinen Sterben. Ja, kannst du verrecken, gut im Steht. Du darfst nicht mehr heilen. Warte, der Zwiesteck ist ein bisschen schneller. Goblin 5. Eker ist gleich, Obacht. Carsten nochmal saugen, alle hinter Carsten. Achtung, es hat gemoved, ne? Echoes of the Void und dann Phase. Hebt euch die CDs jetzt auf für die Bettphase. Bild tight in der Phase, die jetzt hier mit den Echoes. Jetzt tight. Das stimmt. Machi auf. Damage, go. Bleib draußen, lass erst die kranken Leute mit Ultra Damage Buffs holen. Komm als Healer, reicht, wenn ihr am Ende den Buff habt. Jawohl, genauso müssen die zerbombt werden. Fasten tot? Kann jetzt leider. Ah. Also wären die zwei Dinger jetzt nicht hochgegangen, wäre das extrem perfekt gewesen. Warte. Also, ich würde halt natürlich bringen, wir müssen 1,30 und Ritz. So, okay. Ich weiß nicht, ob wir so viele Cooldowns haben, aber wir können es gerne probieren. Wann brauchen wir einen Cooldown? Ich hab Link. Achso, Sieg. Ja, die jetzt sind halt hinten, ne? Muss jetzt meine Melee schälen. Dann für 8 Sekunden im Boss taunten, wie gesagt. Ja, das reicht aber nicht, um mal jetzt zu gehen. Wir können es gerne gleich probieren, aber. Ein Taunt noch. Jetzt Taunt. Lass mir einen. Jetzt Taunt. Mach alles down hinten. Echoes, ne? Echoes? Ja, total nichts verrückt. Ja, es darf halt vorher keiner sterben und ja, die Dinger nicht triggern. Ja, ich hatte. Ja, du hast gar nichts falsch gemacht. Nein, ich hab doch mein Stream laufen und das wurde. Hey, ihr müsst hinter den komischen Säulen irgendwie besser stehen, wenn ihr diesen Branch habt. Dann stellt euch ruhig zusammen. Ich meine, ihr könnt, glaube ich, zu dritt zusammenstehen mit diesem Brand und müsst dann nicht hinter der Säule den ganzen Platz beanspruchen, genau. Dass man da nicht stehen kann. Muss nur einer hinten stehen. Es dürfen nicht fünf auf dem Platz stehen. Also vier vorne, einer hinten oder drei vorne, zwei hinten, ist egal. Ja, bei uns hatten gerade alle drei und alle drei haben sich halt schön in der Linie, dass sie ihre Dinger nicht überlappen, hinter das Ding gestellt und ich konnte mich da nicht mehr hinterstellen. Ja, das ist egal. Ihr müsst euch halt echt zusammenstellen. Ja, aber du Leute. Kannst dich doch, ja, aber du kannst dich kannst doch in einem Band ins andere reinstellen, ist ja egal, solange die fünf auf einem Haufen sind. Die Brands dürfen ineinander stehen. Ja, ja. Ist schon klar, aber das war halt direkt an der Wand. Das war halt Problem, so. Unser Ding war direkt an der Wand. Na gut. Dann weiß Moritz auch nicht mehr weiter. Ja, geht gut, würde ich sagen. Achso, na dann. Ich versuch nur hilfreich zu sein, ey. Lass doch einfach den Boss kicken und dann die Ads machen. Ich die beste Idee für die Ads war die Drag it to the corner. Achso, okay, ich dachte, du willst erst machen und dann den Boss. Hunter, die Ads kalten lassen. Ja, für die guten BWL-Flashbacks. So, alle ready, go. Ach, du kannst eigentlich in dieser ersten Bettphase mal Trank direkt ziehen. So, wenn sie ein bisschen chaotisch wird. Übertreten! Marks sind raus, also hier Rings sind raus, Swarms. Blakes. Meine Güte. Das ist AIDS hier. Beakers gleich, geht auf Posi. Robin 4. Jo. Seeker ist gleich. Kommt. Kommt.
Echos? Echos, ich hab Zeit stehen. Pass auf Greenhorn. Auf Carsten. Marc, du stehst nicht hinten dran. Jetzt sieh mal, wir brauchen einen in der Bettphase. Ligas warm, Xylon saugen. Und dann sterben. Xylon nicht mehr heilen. Nimm direkt an. Robin 5. Ligas gleich. Carsten nochmal, alle in der Rot. Oh. Alle hinter Rot. Echos und dann kommt die Bettphase. Carsten, kannst du deinen Sack geben oder schießt? Ich hab Zeit. Sack hat CD. Brauchst ne, jetzt sind tot. Hebt eure CDs auf für die Bett. Frank. Na, 100, oder? Doch, nee, noch nicht. Ulti, go. Buffs holen. 5 Sekunden. 3, 2. Oh, Mili ist raus, Oder ist alle Buffs? Ja, kann ich nicht. Ah, noch. Any down. Oh, guter Lang ist aber ich, oder? Gell. HT, go. Irgendwann noch jetzt. Ah, Bullshit. Das wäre echt cool, wenn ihr nicht sterbt direkt in der ersten Minute vom Boss. Ja, sorry. Ey, Bettphase läuft jetzt auch super, aber gerade perfekt. Machen noch 4 Orbs ab. Wexus hat die gerade allein gemacht. Ja, Hoden und die zwei Retris, ihr könnt dann auch noch mit auf in der zweiten Phase auf die Ads hinten gehen. Okay. Ah, ich hab released, könnt ihr mich poppen? Auf gar keinen Fall. Na gut. Mario, du kannst ja einfach nur eigene mehr messen, dann die Drank ziehen in der Phase. Am Anfang für gewöhnlich sind nicht immer drei Leute gestunt und dann. Ja, ist egal, ob die gestunt sind. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nur, wenn die Dinger hochgehen. Weil die drei Leute, die gestunt sind, können ja Single weghealen. Aber wenn so ein Ding ja, hochgeht, also ist jeder da. Also. Also, ich behalte es für den Fall auf. Ja, genau. Einfach sobald ein Market Trigger wird. Ihr könnt doch auch einfach, wenn ihr in den Dingern. Um die Dinger zu vermeiden, ihr müsst doch einfach nur und auf den Achsen zwischen Dreieck und Kreis und Raute und Stern stehen. Mehr gehört doch schon nicht dazu. Naja, du musst halt parallel zum Boss stehen. Ich glaube, wenn du bei Aluriel stehst, kriegst du auch Damage, weil da irgendwann einfach die Range immer da ist. Was? Oder was meinst du? Nein, ich meine die Beams in der Fledermausphase. Achso, ja okay, dann. Du darfst halt nur auf den Achsen zwischen den Marks stehen. Kommen die immer da, oder was? Naja, die kommen. Da schießt die doch immer von einer Ecke in die andere. Immer durch die Mitte. Hat noch nie aufgefallen. Ja klar, aber das ist ja egal. Kommt da wohl noch nie drin. Hype! Krasser Typ. Hat aber direkt auf Logs nachgeguckt. Letzte Woche. Ich war mal da am Verrecken sogar. Ja, schnell noch retten. Clean. Too clean. Weiß ich ja immer, warum der Mo oben im Heal ist, ey. Wenn man Tanks healt, kann man nur oben sein. Weil die fressen ja Schälen, das ist ja nicht mehr normal. Let's go!
Alles okay? Ich werde mich verrecken. Meine Stimme ist gerade voll verreckt. Halt. Ist okay. Man muss mit seiner Behinderung leben. Banshee Leviosa. Baram, baram, baram. Brands. Und Seekers gleich. Bei Wona, Nara, Arakai. Reda dann soaken, wenn's kommt. Seekers kommt in 10. Bob kommt. Rädern saugen jetzt. Echos, jetzt steht er hinten dran. Anteil steht. Oh Gott. Das war am 3, Xylum saugen. Muss direkt sterben. Pass auf Solgrin auf, hinten. Ich hab Tide gestellt. Bob in 5. Annehmen. Bob. Swarm am Casten nochmal. Echo ist auf the Void, macht hinten die Pets. Danach direkt CDs aufsparen. Immer Darkness legen, da wo ihr steht. Ja. Oh, wow, hinter die Pillar. Ja, jetzt CDs aufheben. Die Bats. Und die Mage Boys. Überdrink. Holt euch Globes, holt euch Globes. Und ja, alle okay. Holen, go. Sehr gut. Oh. Ist schön, ich brauch den Waffen. Oh doch, ich hab den Mana. Uiuiui. Egal. Ganz normal weiter, Mann. Jo, macht weiter. Guckt halt ein bisschen mehr auf die Tanks, ich könnte jetzt nochmal mit Healing Wave machen. Ads kommen und Siegers war am ersten. Carsten. Und hinten die Ads machen. Go. Also Link noch? Nee, ne? Ja. Ja. Nach vorne oder was? Noch gar nicht, noch gar nicht. Wollt's nur wissen, weil ich seh's nicht, weil ich tot war. Jetzt ist es bis zum Blut? 3 Sekunden. Ja, schau ich. Oder nochmal nach hinten, go. Siegerswarm nach Kriedern saugen. Und alle auf die Ads gehen, go. Stell dann, Echos in, den, stell dann in den Echos für Kriedern Link, ne? Jetzt. Mark retzen. Family aufpassen. Und Ads. Jetzt. Seekers gleich. Ist auf Blood, Achtung, Blood kommt. Seekers, halt Seekers, Seekers. Okay, nee, ich hab's. Okay, perfekt, dann nach hinten. Achtung, pass auf Tiny auf. Xylum sorgen. Tiny, Tiny, Tiny. Hast du noch Red Totem? Ja. Und schnell. Zum Boss. Xylum sterben. Zum Boss und so. Steht. Perfekt. Ads sind down. Boss weitermachen. Mario. Blatt und Siegers war am Casten. Xylum retzen, genau. Siegers war am Casten, soll ich mal alle Bob? Hinter X. Soll ich dir mal Bob geben? Mach, 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 mach. Okay. Ist egal. Mach weiter. Retz mich, Jana. Jan. Passt, passt, hopp, hopp. Echos of the Void, verteilt euch. Ich stelle Tide. Oh Gott, ich stehe hier völlig Banane.
Carsten aufpassen. Sehr ich gut. Guck Carsten noch hin. Da kommt noch einmal Bettphase, noch einmal die Bettphase. Hält so viel wie geht. Triggert nicht die Dinger jetzt, wir haben keine CDs. Holt euch Buffs, go, holt euch Buffs. Aber nicht die Dinger triggern. Okay, geht noch. Holt euch Buffs, holt euch Buffs. Alle ab. Midis raus, Midis raus, Midis raus. Alle Buffs holen. Sehr gut, 19 haben. Gut, gut. Boss geht. Das war jetzt Boss Damage. Ganz normal weiterspielen. Für den jetzt keine MVP krieg, obwohl ich zweimal gestorben bin, aber Ruhe weitermachen. Ja, der ist tot, der Boss. Kommt jetzt noch ein großes, er hat ein neues dazu, ne? Machst einfach nur den Boss. Alle normal die, nochmal die, drauf. Nein, die burnen nur die Healer. Mach den Boss. Okay. Kill den Boss. Gut, einfach Boss killen. Seeker Swarm, Achtung. Killt Carsten und killt den Boss. Voll. Oh Gott, ja, easy, oder? Ja, was? Hab ich PM drin. Was ist das? Das ist wieder verglückt. Nee. Aber ich hab Lex wie so ein Hurensohn. Ja, ein Hurensohn. Das stimmt. Lass es bitte noch im Kill-Video. Oh mein Gott, das war Lex. Ja, es existiert. 910. Jetzt Grats, Digga. Ich hab doch gesagt, du kriegst das. Das hat 40 alte Level höher. Die erste bei uns beschweren. Holy shit. Alter Falter. Oh, ihr seid doch zwei Bastarde, ey. Damn, son. Und dass dieser Boss überhaupt nichts droppt. Das Ding den Armen ja, so Jungs, was ist denn los? Zeigt mir eure Waffe her. 9,31. Das ist doch lächerlich. Dachte ich, wäre gut dabei, aber... Hm. 49, Alter. Geh mal nach Hause, abartig. Junge. Völlig abartig. Geh mal nach Hause, ey. Ah nein, so, ich hab Pass auf die Vanquisher-Tokens gedrückt. Ich hab quasi Let's Whisper es mir einfach an. Switch uns mal. User left your channel. User was ich hab aber PM. User was moved out of your channel. Aber das ist jetzt Raff, dass ich PM hab? Viel besser, User was moved out of your channel. Boah, krasse Trinket, was getroppt ist, hey. Da draußen, nice. Ich brauche ein Transmog-Pferd draußen. Transmog, nicht Rap. Ich wollte doch nur rappen. Roses. User was moved to your channel. User was moved to your channel. So Jungs, haben wir jetzt Großes. Und danach war es das dann für heute. Weil wir keine Heiler haben für Star Augur. Oder was anderes.
Aber für den 1. Mai war doch okay. Ja. Sache noch einen Kill mitgenommen. Ja. Wenn dann bei morgen Interesse morgen alle angenommen haben, können wir ja Nighthawk EN Mythic gehen, oder? Heute, oder was? Ja, entweder heute oder morgen halt. Weil morgen haben ja auch alle angenommen. Als morgen war ja der Ausweichtermin, falls heute nicht mehr ja, hat wer hat jemand hier ID auf Mythic Nightmare? Weil wenn keiner ID hat, können wir das einfach machen. Ja, ich hätte halt Bock drauf. Ich hab komplett ID. Ja, dann geh halt mit dem Zink mit. Ich hab nur auf die Tender ID. Alfred, sag mal Bescheid, wenn du das gehst, du das jede Woche immer noch, oder was? Ja, es war nur letzte Woche fürs Legendary. Aber jetzt geht's wieder. Ja, Basti, du wolltest noch. Ja, ist, soll ich in den Raid Notes für die Cooldowns bei Krosus dich reinschreiben oder machst du einfach Hugas Positionen? Vielleicht mit dem Tracking Ding. Ich schreibe einfach Dean rein. Das muss der Basti. Also, das mit Hugger passt, stimmt, glaube ich. Das ist an sich kein Problem. Wie bitte? Nö, aber schon. Ist ja nur dreimal Name ändern. Ich glaube, Basti muss das aktualisieren. Was denn? Das Tracking Ding, oder? Ja, oder ist kaputt? Funktioniert nicht mehr. Das aktualisiert eigentlich von selbst. Nee, es funktioniert nicht mehr, es hat gar keinen Namen mehr drin. Achso, okay, dann muss ich mir das mal ansehen. Keine Ahnung. Ich habe da ehrlich gesagt keine Zeit mehr für geopfert. Wer auch immer die dritte Gruppe geholt hat, das war nicht so toll. Chang, das heißt, da ist Mario drin. Bin ist zweimal drin. Ah. Raid, guck mal bitte in den Raid, wer da fehlt. Fällt wieder nicht auf. Also es geht wirklich um den 4. Slam und um den 5., oder? Ja, das stimmt schon. Okay, wie es da steht, und zieh am besten beim Slam schon bei 5 oder 6 Sekunden davor das Link, dann hast du es beim nächsten, wo du es stellen kannst, dann eher wieder ready. Johnson fehlt. Ja, genau. Johann. Dich Johann? Johnson. Läuft. Macht das so Bock, Alter, die Tanks zu healen. Ich komm gar nicht hinterher mit der Freude, die ich empfinde. Ja, freu dich auf Krosus. Okay, Alter, das ist der Hassboss Nummer 1. Scheiße, ich heul hier gleich. Ist das normal, dass er 1,5 Milliticks kriegt? Ja. Ich hab's akzeptiert, ne, aber innerlich bin ich zerbrochen, Alter. Sag uns Tanks mal, wir sind innerlich schon längst tot. Ja, das glaube ich auch. Stell dir mal vor, du müsstest Michi noch healen. Wen? Michi? Ja. Also den würde ich wieder so lange nicht healen, bis er die Gilde lief. Brauche ich hier auch wieder Ancestral Protection? Nee. Oder sonst würde ich da rausbacken. Tiny, kriegst du auch 1,5 Milliticks? Ja. Protection ist Sieger. Also ich spiel mit Vigor, weil ich die Tanks siege. Das ist dann cool. Ja, ich hatte jetzt halt Earthen Shield für die Milis genommen. Achso, ja, das ist hier sowieso Porno, das Ding. Ja, du kannst ja nur Vigor oder. Deswegen dachte ich. Ja. Nee, nimm ruhig Earth and Shield. Das passt dann. Ich spiele dann aber auch High Tide. Hier ist es ja hauptsächlich der Red Damage, oder? Ja. Guck mal, da ist ein Heiler. Ja, können wir vielleicht weitermachen. Selten die Dinger. Ja, was ist denn hier los? Mahlzeit. Hallo. Direkt mit Botanisto weitermachen. Oh schade, er hat Fleisch schon gepult. Oh, kann ich leider hier weiter. Den hätten wir jetzt sowieso gemacht, aber es geht nicht. Lass mal Großes machen, ich brauche noch Setprobe. Ja, da hast du doch gerade Token bekommen. Ich brauche Star-Augur-Handschuhe. Ja, ich auch. Warte, lass mal dann das Star-Augur gehen. Ja, den können wir ja schnell. Ich brauche Gul'dan, verlegt. Ja. Das ja, den können wir danach machen, aber lass erstmal so Star-Augur machen. Ich will Gul'dan gehen. Ja, bitte. Ja, nimm dir mal Pam, Freddy, ich hab dir Lied gegeben. Och, Tyrandrios ist down. Ja, anders erwartet. Mhm. Das wäre erwartet, wir machen nochmal Botanist oder was? Nee, jetzt gehen wir Helja. Geh nach Hause, Alter, ich war doch nicht mehr Botanist. Einmal müssen wir es noch machen, an der ID, wo wir sie dann verlängern. Ja.
Also ab Elisande Progress. Ja. Bei Elisande ist ja auch nicht mehr schwer. Für geile Taktik, Papa. Ja, wie wollt ihr es machen? Star-Ogur killen, dann noch einmal resetten und dann ab dann verlängern oder was? Wir müssen halt irgendwann machen. Noch Helia machen. Bis Archive Mente. Mal gucken, wie lange Star-Ogur dauert und wie der Kill von Star-Ogur ist, aber bisher ist kein Boss, wo ich sagen würde, den wird man nicht easy re-killen. Also jetzt auch die Schonde, so ein Botanist eigentlich. Wenn aber jetzt Star-Ogur mega zäh wird, wo man dann zwei Wochen dran brauche und den grad so lege, da würde ich die ID ab dann schon verlängern. Chondrius ist halt voll der Lappen. Ja, so. Die geheime Phase von Gul'dan wird halt lustig. Ja, ist nicht mehr so geheim, ne? Weißt du? Ja, ne? Ja, aber die ist auch nicht wert. Solange da genug Leute leben, ist die easy. Das Problem ist nur, dass du mit allen lebenden Leuten da reinkommen musst. Die hat schon mal einer geschafft, die Phase, Mark. Ach, die, sind die werden eh noch genervt. Ja, aber die heißt ja halt so, deswegen. Ja, aber Elisande und Gul'dan werden noch genervt, darum war halt eigentlich ursprünglich der Plan, dass wir Augur killen und dann Helia machen, bis die anderen genervt sind, weil... Wozu denn Stress machen? Das finde ich eigentlich einen ziemlich guten Plan. Immer außer, schön die Nerfs abwarten. Außer die werden halt... Ja, jetzt haben wir keinen Stress mehr. Also Elisande können wir eigentlich auch so machen, weil die ist nicht schwer, nicht so schwer mehr, wenn du genug Damage hast. Und da halt so Leute wie Moritz, die den Ring nicht dodgen können, mit Blink. Dann, Ach, du meinst, du meinst vom einen Ring in den anderen Ring blinken? Ja. Ich zieh dir mal ein CD und dann gut ist. Ja. Was habt ihr jetzt vor? Was macht ihr? Ja, ich glaub, brauchen wir Prosus. Und dann... Martin? Prost wäre cool. Weil theoretisch brauche ich ja nicht, also er könnte für mich rein. Loopfilter. Was, ich bin der Noob-Filter? Nein, nein, die gestorben sind gerade. Achso. Die haben mich auf den Slowfall verlassen. Das war der Troll heute, Jungs, dass es keinen Slowfall gibt. Nur für ein paar Ausgewählte. Ich hab kein Arschloch, bin ich kein Auserwählter? Nee, du warst einfach schon weg. Also doch, Loop-Sperre. Du bist Neo. Ich bin zu schwer, Alter. Ich fall einfach so runter, trotz Slowfall. Das sollte ein Panda sein, da passiert. Fick die Dicken. Was? Es muss nur ein Panda sein, dann passiert dir nichts, habe ich gesagt. Ach so. Ja. Ändert nichts an meiner Aussage. Die sind dick und haarig. Das bin ich auch. Und also, durstig. Dick und durstig. Ich erfülle jegliches. Was ist denn hier los? Auf the Storm. Schlaganfall. Kennst du nicht? Dick und durstig. Bin ich, aber kenne ich nicht. Das ist schon richtig mit Schlaganfall in. Passt schon. Das stimmt, oder? Ja. Es muss also wahr sein. Böser Onkel stimmt, passt definitiv der Schlaganfall. Oh Gott, böse Onkels. Jawohl, böser Onkel! Mein Freak! Dass dir das gefällt, wundert mich überhaupt nicht. Ja. Warum? Weil's nicht so. Ich bin eigentlich ein Fanta 4 Fan. Ich mag das normale Fanta. Oder blau. Fanta Blau, Bier. Fanta 4, ich dachte, hier wird den ganzen Tag nur Herbert Grönemeyer gepumpt. Was ist denn los mit euch? Untermensch, bleib Mensch. Nee, du kannst das gar nicht, ey. Untermensch, bleib Mensch. Hey, Udo Lindenberg ist hier ganz groß. Nein, mach mal den. Im Horizont geht's weiter. Ich muss das Tonband suchen. Spielst du Graceful Spirit oder Windrush? Spirit. Okay. Kann mir hier kein Windrush erlauben. Alright. Dann los, nehme ich dich da beim Board. Was ist jetzt mit dem Monk? Alright. Wir haben keinen Slot im Moment. Dean wollte raus. Belegt, aber ich brauch Dean. Ja, nichts mehr. Was kann man eigentlich mit 4 Heiler spielen bei nichts mehr danach, oder? Das ist da auch gut pro Kost. Also es würde schon gehen mit 4 Heilern, den Damage haben wir fast nicht. Ich mein, meint aber nicht hier, sondern Botanist. Ja, nee, ich mein Bot danach halt, ja. Boah, mit Botanist. Mein Botanist nicht rekillen, ich brauch das. Ist egal, mach mal. Das nicht auch, Aluvia rekillen. Botanist nicht rekillen, du brauchst da was. Mhm.
Ja, orientiert euch immer an euren Markt. Markt. Die letzten. Ja, okay. Wie die letzten Mal da hinten 40 Eds. Telefon, Gas, Elektrik. Unbezahlt. Und das genau auch. Der Mensch hat geöffnet. So. Alter, mir brennt die Nille hier weg. Ja, geh mal duschen. Geh mal duschen. Ne, die andere Nille. Warum habe ich das nicht auf Idee? Das würde es rein. Achso, Carsten hat mir geschrieben, der ist kurz AFK. Würde es reinrendern, ne? In die Nille. Aufgenommen den Kill. Na klar. Na klar. Ist auch total spannend. Man sieht eigentlich nur HP-Balken-Ping-Pong. meine blöde Frage, seht ihr eigentlich auch, dass Hamdi die ganze Zeit in seiner Rakete mal aufsteht? Ja. Ja. What the fuck? Ich hatte einen Krampf. Du Prediger. Vielleicht sitzt er auf dem Steuerknüppel. Oh. Er sieht Rakete, aus wie. Jetzt mit Dildo er sieht auf, aus wie von einem Dämon besessen. Holt mir einer einen Priester ran. Aber nicht. Exorzismus in gay. Und dann muss er diese ganzen geilen Exorzismusgeräusche machen. Was für Geräusche nochmal? Was? Nee, Alter, das ist special. Das ist nur zu sehr. Das ist ja super für die Weak-Aura. Ich bin sowieso dafür, dass du Custom Weak-Aura-Sounds aufnimmst, ey. Ich? Ich will auch so ein großes, ja. So eine großes Weak-Aura von Fred mit dem Beam sterben. Hat ja recht, kann man ja nichts sagen. Weil wenn du im, in diesem, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Hol einfach mal den Boss, dann muss ich es nicht beschreiben. Ich sterbe jetzt eh gleich im Beam, ich sag's euch. Lieber nicht, ey. Niemand wäre überrascht. Dann tausch ihn lieber gleich aus und nimm mich mit rein. Und mach mal, wenn er stirbt. Ist ja hochgepokert jetzt hier. Oh, oh. Ich hab 19 Zeugen. 19? Hab nichts gehört. Ich mach dann wieder Bloodlust, ne? Uli. Ja. Beam. Wieder hier Tank ziehen. Und Orb. Dienet das Damage und das Tranky weg. Danach wieder Beam. Und Slam. Danach noch einmal Beam und dann so. Und so can go. Hinten einer frei. Und killt jetzt. Beam kommt. Killt jetzt noch, go. Geht ein CD, für sie los. Beam. Basten, nimm mal ne. Orb. Komm noch ein Beam und dann bricht die Brücke. Beam jetzt. Top den Raid. Und die Brücke bricht. Ist der vierte? Nee, kommt jetzt erst gleich. Fuck. Olli, ich zieh meinen Hero in ungefähr eine Minute. Ich hab ihn links schon gestellt. Ich hab ihn schon gezogen. Was? Dann machen wir das nächste Rune. Orb! Ihm gleich. Slam. Aufpassen, wir haben jetzt keinen Cooldown. Ja, läuft. Jetzt noch einmal Orb und dann Soaken. Soakt jetzt vernünftig die Dinge. Früh genug los, jetzt go. Und soakt die Dinge. Carsten, hast du noch was? Ah, okay, ich kann Carsten. Killt die jetzt.
und Slam. Hey, Orb. Ja, aber danach. Hui. Da ist jemand. Jetzt kommt Slam. Der Viosa retten. Ja, genau. Orb, Achtung. Dann noch ein Beam, warte die Orb ab. Ja. Gut, jetzt. Beam und dann Orb. Guck, dass ihr jetzt was habt, weil nach der Orb bricht die Brücke. Und Cooldowns rein. 11 Stones. Denkt dann vorne zu bleiben. Double Beam kommt jetzt. Wir bleiben dann gleich rechts vorne stehen und die Orb geht nach links hin. Wir bleiben auch beim Slam hier stehen. Das heißt, nur die Orb bewegt sich und der Tank ist dann rein. Slam. Genau. In die Mitte, go. Double Beam gleich. Danach soaken, nach dem Double Beam. Nach rechts und soaken. Lauf schon mal los. Geht nach hinten, soaken, go. Mach das Ed. Beam. Beam. Und dann Slam. Aus dem Kreis raus. Double Beam, dann Orb. Vorne links stehen bleiben, dann, wenn der Beam rum ist. Oh, alle vorne links. Auch beim Slam. Ne, beim Slam nicht, weil die Brücke bricht dann gleich. What the fuck? Okay, dann nicht. Ja, rastet gleich Carsten. Achtung, Beam. Beam. Dann geht die Brücke kaputt. Passt jetzt Ritzen, ja. Ja. Na Jungs, erst hinten ist egal. Macht einfach weiter, einfach Boss brennen. Pass auf Tiny auf. Ich stell mich mit Bubble ins Slam. Okay, gut. Achtung, vorne links. Geht dann nach links vorne. Hast du jetzt wieder rechts. Link? Ja. Gut, wir brauchen jetzt unbedingt Link. Komm auf Tiny. Zum Gib dem mal Slam. Irgendwas. Stell dich. Fehler weg. Marc, stell dich schon rein, ne? Easy. Fresh, geh mit Bubble. Ja, ja. Okay. Ist egal. Einfach Boss brennen. Cool. Wer braucht schon Tanks? Clean! Wenn man Bubble hat. Conqueror, ich. Kack ab! Alter, 9-10. Ach, kann die oben. Hui. Kann sie noch besser werden? Die Relics gehen heute gut, wa? Oh, ja, ich. Ich muss gestehen, ich hab gestern einfach aufgehört, Carsten zu healen. Der Ritz war auch geil. Ich hab's nicht ich war so mit Soaken beschäftigt und Beam Dodge und ich hatte keinen Spirit up und dann dachte ich mir, fuck, Alter, der stirbt jetzt. Und dann hatte ich nichts mehr und dann ist er tatsächlich gestorben. Traurig. Ja, da reicht der Kacke. Zugegeben. Wir wollen nach Haluriel jetzt, Heiler haben. Wir haben vier, wir brauchen theoretisch fünf. Wir brauchen einen mehr. Ja, brauchen wir wirklich fünf? Ja, ich würde schon sagen. Ja, sonst gehen wir halt Nightmare. Wer Botanist gehen als Nightmare? Ach, Botanist, ja. Nein, Botanist. Kannst du den Transform sonst mal holen? Nicht Snaydon. Ja. Allein. Versuch den seit einem halben Jahr zu holen, ey. Mein Mage hat den eben. Mach ihn nicht. Ja, weil du ihn damals einfach in die Tasche gesteckt hast, du siehst ja. Ne, der ist natürlich, ich hab den gecoint. Ich glaub, das eine Mal, wo er gedroppt ist, habe ich auf ihn gepasst, weil ich dann noch nicht das ist den Rift gehört, das ist geil aus. Besseren da. Da haben wir den sicher fünfmal schon gedisst. Ne, haben wir glaub nicht. Ich glaub, der ist echt nur einmal gedroppt und einen Fehl gekriegt. Der Mastery drauf war. Jetzt. Und Aluriel? Nee. Ja, noch nicht. Wenn wir die Ads einmal im Kreis ziehen. Also, wir können Aluriel auch mit 4 Heilern probieren, aber... Kannst schon mal 2 abziehen, die die Camps heilen. Einen, der den Tank hielt, die ich sicher nicht mache bei dem Boss. Wer hat mich denn jetzt geheilt, welcher?
Dann umloggen auf dem Pale und dann healen. Pflichtbewussten Mensch. Ich? Und dann habe ich Moritz killed. Mein. Ja, weil die waren alle auf mich drauf und dann habe ich Schatten bei mir gezogen und dann sind alle auf Moritz gelaufen. Verrückter Hund. Krass. Also wir haben jetzt 4 Heiler und für Luri braucht man 5 und für Botanist aber 4 oder irgendwie. Botanist auch mit 5 Heilern gespielt? Nein. Doch, glaub nicht. Nein. GZ, Carsten. Alter. Ganz schön gut. Ich hab ja auch so ein Teil. Du rollst eben so hoch. Doch. Siehst du? 19. Ich hab 29. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Wir haben jemand so ein Mock-Ding. Schön. Ist wenigstens die Monk-Bus gepoppt, dass ich mich ärgern kann? Glaub nicht. Ja, welchem Token bist du? Nö, nö. Paladin, Priester, Warlock, Demon Hunter. Mit Demon Hunter zusammen, echt? Nee, also es ist gedroppt. Ich weiß nicht, was Monk-Token ist. Ich weiß es auch nicht. Ist immer nur, wenn es droppt. Moment hat geöffnet. Da habe ich einen Ohrwurm, hey. Verpasst. Aber wir machen schon Aluriel jetzt gleich, oder? Damit ich weiß, wie ich skillen kann. Das steht noch nicht fest, was wir machen. Okay. Trumpet till you hear from me. There ain't no grave.